Kind, setz dich ordentlich an deinen Schreibtisch und mach deine Schulaufgaben. Habt ihr schon mal darauf bestanden? Immer nur am Schreibtisch sitzen geht gar nicht. Kinder lernen in jeder möglichen Position. Ihr Körper geht nach mit ihrem Interesse, mit dem, was sie gerade machen. Und sie können auch im Liegen, im Kauern, im Hocken, wie auch immer, sowohl lesen als auch schreiben, als auch malen. Gibt ihnen diese Freiheit. Es wird ihnen beim Lernen gut tun. Klassenräume, in denen Schüler nur an Tischen sitzen, sind eigentlich Folterkammern. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Schüler ihre bequeme Haltung fürs Lernen finden. Das heißt nicht, dass sie rumlümmeln müssen. Das heißt einfach, dass sie Momente haben, in denen sie ihre Lernsituation verändern und anpassen. Wer von uns kann 8 Stunden still dasitzen? Warum sollte man das von den Kindern erwarten, wenn sie lernen? Insbesondere, wenn sie Bewegungsmenschen sind.